mir mal erklären, was hier los ist? Sie und Ihr ehemaliger Chef wären beinahe überfahren worden. Und jetzt denken Sie, ich wäre das gewesen, oder was? Emilio Sanchez? Ja? Sie sind wohl auf Schwester. Nein, nein! Das ist er. Ruf Sie wollen. Das würde ich nicht machen. Ja, es ist immer das Gleiche. Ich habe schon richtig Angst, einzuschlafen. Das sind ganz sanfte Beruhigungspillen, die dem Charlie manchmal abends so runterkommen. Elisabeth! Scheiße! Atme! Ich rufe einen Arzt. Nein, nein, bitte bleib bei mir. Bitte. Bitte. Was ist los mit Elisabeth? Und was war los auf dem Schloss? Ganz ruhig. Es gibt nichts, worüber wir nicht reden können. Willst du die Karre loswerden? Ich kümmere mich drum. Willst du mich verarschen? Wir wissen, dass der PKW in Ihrem Namen gekauft wurde. Scheiß, wisst ihr. Der PKW ist baugleich mit dem von Emilio Sanchez. Sie haben die Kennzeichen gefälscht. Und Sie waren es auch, der den Anschlag vorgetäuscht hat, um ihn Emilio anzuhängen. Alles im Auftrag von Per Mertens. Machen Sie jetzt keinen Scheiß. Wenn Sie sich jetzt stellen und alles gestehen, dann kann sich das strafmildernd auswirken. Ach, wirklich? Bei schwerer Körperverletzung sieht das ganz anders aus. Da kann Ihnen auch der beste Anwalt nicht helfen. Ich entsorge euch einfach mit der Karre. Schlagende Argumente, Frau Juristin. Herkommen müssen. Er hat ihn an mich gesendet, damit ich ihn dir übergebe. Vermutlich hat er sich schon gedacht, dass du ihn gleich wegwirfst. Tja, vielleicht mache ich das ja auch. Der macht doch. Aber da wirst du nie seine Version von der ganzen Sache erfahren. Und wenn es dich interessiert, es geht ihm nicht gut. Es tut mir wirklich leid, aber das hat er sich selbst eingebrockt. Emilio liebt dich. Anscheinend so sehr, dass er vor Eifersucht durchdreht, weil er glaubt, dass ich und Mertens, das ist doch krank. Dass Emilio ein eifersüchtiger Typ ist, das wusstest du. Na klar ist er hitzköpfig und impulsiv. Aber er würde nie irgendjemandem etwas zuleide tun. Und schon gar nicht dir. Außerdem ist noch gar nicht bewiesen, dass er überhaupt am Steuer saß. Also Emilio meint, er ist unschuldig. Ach. Und wer war es denn dann? Jemand, der zufällig den gleichen Sportwagen fährt und zufällig die gleiche Jacke trägt? Ist auch möglich. Hey, du bist seine Ehefrau. Ihr habt euch geschworen, zusammenzuhalten. In guten und auch in schlechten Zeiten. Deine Mutter und ich, wir haben auch jede Krise überstanden. Emilio und ich auch. Aber wir sind nie aufeinander losgegangen. Ach, und jetzt willst du die Sache so auf sich beruhen lassen? Du solltest ihm die Chance geben, sich zu erklären. Besuch ihn im Gefängnis und hör dir an, was er dir zu sagen hat. So eine Besuchserlaubnis zu beantragen, dauert Ewigkeiten. Weißt du doch gar nicht. Hast du ja noch nicht mal probiert. Du, die verträgt solche Medikamente nicht. Sie ist sogar schon mal ohnmächtig geworden. Ja, so viel weiß ich jetzt auch. Ah, als sie damals genommen hat, ging es ihr sehr schlecht. Ludwig war weg und sie dachte, er hätte sie verlassen. Aber er hat sich einer Krebstherapie unterzogen und hat es ihr nicht erzählt, um sie zu schonen. Es geht ihr nicht gut, oder? Charlie als ihr Personenschützer bin ich zur Diskretion verpflichtet. Ach, jetzt vergiss doch mal diese komischen Dienstvorschriften. Frank, sie ist meine Freundin und du bist mein Mann. Sie hat Angstzustände wegen diesem Mistkerl. Sie schläft kaum,
fast gar nicht. Ich war es, der ihr diese Tabletten empfohlen hat. Du nimmst sie auch manchmal. Ja, und du konntest ja auch nicht wissen, was sie bei ihr anrichten würden. Die wäre fast gestorben. Elisabeth! Atme! Darf ich Ihnen einen Tee servieren? Sehr gerne, Justus. Ja. Ich hätte keine Minute später kommen dürfen. Ja, gut, dass du immer in ihrer Nähe bist. Ja. Aber ohne mich hätte sie die Pillen auch nicht genommen. Ein Stück Candies. Danke, Justus. Gestatten Sie mir eine Bemerkung, Gräfin. Ja, bitte. Ich mache mir wieder große Sorgen um Sie. Das brauchen Sie nicht, Justus. Was vorhin passiert ist, das wird sich nicht wiederholen. Ja, das freut mich zu hören. Eine Frau in Ihrer Position ist sehr beschäftigt, ich weiß. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass Sie... Und ich weiß, weniger arbeiten, mehr Erholung. Ja. Ja, das ist aber nicht so einfach, Justus. Gut, dass Kommissar Helmke und seine Kollegen da sind, um auf Sie aufzupassen, Gräfin. Also, was Emilio braucht, ist ein guter Anwalt. Dieser Pflichtverteidiger, der sitzt nur seine Zeit ab. Willst du einen engagieren? Hm. Das will ich gern. Ich fürchte, das können wir uns nicht leisten. Kim, da du nicht an dein Handy gehst, hoffe ich, dass Thomas dich überzeugt hat und du wenigstens diese Zeilen liest. Ich weiß nicht, welches Auto da auf dich und Mertens zugerast ist, aber eines weiß ich ganz genau. Ich war es nicht. Ich schwöre es beim Leben meiner Mutter und meiner Geschwister. Ich könnte dir doch niemals etwas antun. Eher würde ich mich umbringen. Ich kann an nichts anderes denken als an dich. Ich liebe dich, Emilio. Der Typ steht vor deiner Tür und knöpft sich die Hose zu. Und du? Du stehst hier halbnackt rum. Du weißt doch, wie ich bin. Ich fahre irgendeinen Film und dann knallen bei mir die Sicherung durch. Das sind Bilder einer Bewachungskamera. Der war es wirklich. Emilio Sanchez? Ja. Die sind voll auf Schwester. Nein, nein! Kim! Kim, jetzt sag's ihnen! Mann, es muss doch einen anderen Weg geben. Ansgar von Lahnstein? Obwohl, du hast recht. Ansgar von Lahnstein. Warum eigentlich nicht? Ja, hallo, Herr Mertens. Ich bin's, Kim. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Und trotzdem hat es dieses Arschloch nicht verdient, dass wir ins Krankenhaus bringen. Absolut. Aber der Typ war bewusstlos. Und ehe wir uns eine Klage wegen unterlassener Hilfeleistung einfangen... Zum Glück haben die Bullen gleich gecheckt, dass der Typ gefährlich ist. Ja, sie glauben uns. Das ist schon mal gut. Wie lange müssen wir hier rumlungern? Bis Marlies vernehmungsfähig ist. Dann wird die Polizei seine Aussage aufnehmen und sie mit unserer abgleichen. Außerdem hau ich hier nicht eher ab, bis der Typ nicht alles gestanden hat. Was er garantiert nicht freiwillig machen wird. Bei der Beweislage, glaub mir, der gesteht. Elisabeth! Hallo, Tali. Ich müsste kurz mal was mit dir besprechen. Hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Aber ich wäre doch auch zu dir gekommen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Herr Mayer, würden Sie bitte hier draußen warten? Ja? Ich bin ja jetzt hier in guten Händen. Dankeschön. Komm rein. Ja. Setz dich.
Ja. Ja, Charlie, wie du weißt, habe ich ja im Moment wirklich sehr viel um die Ohren. Ja, wenn ich dir noch irgendetwas abnehmen kann. Du, ich hab... Möchtest du einen Kaffee? Schon in Arbeit. Danke, Frank. Ja, ich habe mir da was überlegt. Was hältst du davon, wenn wir unser Dessous-Label unter das Dach von LCL verlagern? Du willst Surprisou abgeben? Unser Baby? Nein, um Gottes Willen, wir reden davon abgeben. Es bliebe natürlich unser Label. Wir würden auch die Designs weiter mitgestalten und hätten das Entscheidungsvorrecht in allen Belangen. Aber einzelne Arbeitsbereiche, die könnten wir abgeben. Marketing, Buchhaltung, Vertrieb. Klingt vernünftig. Ja, nicht? Ich habe nämlich als Konzernchefin wirklich sehr viel zu tun. Ja, es ist auch besser, wenn du jetzt endlich mal kürzer trittst. Gerade wenn es dir nicht so gut geht. Wieso, wer sagt denn, dass es mir nicht gut geht? Niemand. Ich meine, die Situation, das ist ja klar. Und ich merke ja auch, dass du angespannt bist. Ja, deshalb will ich ja die Firmenstruktur verändern. Ja, das ist auch gut, was die Arbeit angeht. Aber du solltest auch an dich denken als Mensch. Elisabeth, lass uns ehrlich sein. Ich weiß, was passiert ist. Frank hat es mir erzählt. Du hast gesagt, dass das unter uns bleibt. Aber darum geht es doch jetzt gar nicht. Sondern? Ja, dass du ausgerechnet mir dich nicht anvertraust. Und ich mache mir große Sorgen um dich. Beschäftigt. Herr von Laschan, kann ich Sie kurz sprechen? Meinetwegen. Wollen Sie auch ein? Ist es aber nicht ein bisschen früh? 30 Jahre alter Single Malt, dafür ist es nie zu früh. Das nehmen wir schon. Also gut. Lassen Sie mich raten. Sie sind gekommen, um mir zu sagen, dass Sie es unangemessen finden, dass ich meiner Tochter zum Geburtstag ein Auto schenke. Ja, stimmt. Halte ich für unangemessen. Aber deswegen bin ich nicht hier. Es geht um Emilio. Oh. Ja, ziemlich unerfreulich, die ganze Geschichte. Ja, das finde ich auch. Er sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Und sein Pflichtverteidiger, der macht keine Anstalten, auch nur einen Finger zu krümmen, um seine Unschuld zu beweisen. Unschuld? Also mir sagen, Sie halten ihn für unschuldig? Ja, natürlich tue ich das. Sie etwa nicht? Ich wollte das Ganze auch erst nicht glauben, aber andererseits gibt es ziemlich gute Fotos von Emilio in diesem Auto. Und dann, wenn wir ehrlich sind, was wissen wir denn wirklich über Emilio? Wozu er in der Lage ist, wenn ihm die Sicherungen durchgehen? Ich will auf jeden Fall versuchen, dass Kim in Zukunft ihren Ehemann nicht nur zu den Besuchszeiten im Gefängnis sehen kann. Immerhin kann er sie da nicht umbringen. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. So dringend wie es klang, habe ich schnell ein paar Termine abgesagt. Ich muss unbedingt zu Emilio ins Gefängnis. Dafür brauchen Sie eine Sondergenehmigung vom Untersuchungsrichter. Ich weiß. Deswegen habe ich Sie angerufen. Ich dachte, vielleicht könnten Sie mir helfen. Klar, ich kann damit sicher etwas drehen, aber warum tun Sie sich das an? Ich möchte Emilio einfach eine Chance geben, mir alles zu erklären. Kim, ich verstehe, wie schwer die Situation für Sie ist, aber Sie müssen den Tatsachen ins Auge schauen. Ihr Mann ist der einzig mögliche Täter. Ich brauche einfach Gewissheit, verstehen Sie? Es ist bewundernswert, wie stark Sie sind. Das heißt, Sie helfen mir? Ich werde tun, was ich kann. Frank bekommt als Personenschützer alles mit, was in meinem Leben passiert. Und ich hatte ihn um Diskretion gebeten. Ach, auch mir gegenüber? Du, er hat mir nichts erzählt, was dir irgendwie peinlich sein müsste. Schau mal, und wärst du offen gewesen, dann wäre das mit den Tabletten gar nicht passiert. Vielleicht wollte ich einfach nicht, dass jemand davon erfährt. Aber ich bin... Meine beste Freundin, ja, ich weiß. Aber auch eine beste Freundin hat ein Recht auf eine Privatsphäre. Du hast recht. Ich hätte es Charlie nicht sagen dürfen.
Mein Gott, sie ist meine Frau. Und vor allen Dingen ist sie deine beste Freundin. Vielleicht darf man diese Dinge einfach nicht miteinander vermischen. Ich kann veranlassen, dass ich von dem Personenschutz von einer Person zurücktrete. Ja, das wird vielleicht das Beste sein. Doch Emilio noch nie wirklich leiden. Und jetzt sind Sie froh, dass Sie ihn so elegant losgeworden sind. Manche Probleme lösen sich eben von selbst. Und als Sie im Knast waren, da hat er Ihnen geholfen. Dafür war er dann gut, ja? Als ich im Knast war, hat er mir geholfen, weil er Kim einen Gefallen tun wollte. Und aus genau diesem Grund werde ich ihm jetzt nicht helfen. Weil es nämlich für Kim das Beste ist. Woher wollen Sie denn wissen, was für Kim das Beste ist? Sie ist meine Tochter. Sie ist meine Tochter. Und sie liebt Emilio. Ach, ich bitte Sie. Sie ist fast noch ein Kind. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ein Emilio Sanchez ihr auf Dauer genug gewesen wäre. Doch, das glaube ich. Und wenn sie nicht so einen schlechten Einfluss auf sie gehabt hätte. Wenn Kim bei mir aufgewachsen wäre, hätte sie sich niemals auf einen Typen eingelassen, der den ganzen Tag in der Frittenbude steht. Sie kann froh sein, dass sie nicht bei Ihnen aufgewachsen ist. So? Was konnten Sie ihr denn schon großartig bieten? Ich habe sie zu einem anständigen, verantwortungsvollen Menschen erzogen. Ja, aufgrund ihrer Gene ist sie das in der Tat geworden. Und vielleicht gelingt es ihr ja irgendwann auch, ihre trostlose Kindheit hinter sich zu lassen. Was wissen Sie denn schon? Sie kennen sie doch erst seit ein paar Jahren, aber ich kenne sie seit ihrer Geburt. Ich war dabei, als sie ihre ersten Schritte gemacht hat. Ja, aber bei ihrer Zeugung, da waren sie nicht dabei. Seit Jahren zerstören Sie meine Familie. Jetzt nehmen Sie meine Frau und jetzt wollen Sie meine Tochter? Frau Schumann will ich Ihnen nicht nehmen, das kann ich Ihnen versprechen. Was ist denn hier los? Reiß dich zusammen, Thomas! Ich fürchte, dieses Verhalten kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ach ja? Und was sollen das für Konsequenzen sein? Sie sind gefeuert. Sie trauen sich hierher, ja? Ich wollte mal sehen, wie es Ihnen geht. Das sieht ja gar nicht gut aus mit Ihrer Nase. Das habe ich doch Ihnen zu verdanken. Sie haben doch den Schläger bezahlt. Bitte, warum soll ich denn sowas tun? Weil Sie genau wissen, dass ich unschuldig bin, deswegen. Sie haben recht, das weiß ich. Pech ist nur, dass es sonst niemand weiß. Sie haben das alles arrangiert. Und Sie hätten in Kauf genommen, dass Kim fast überfahren worden wäre. Keine Sorge, der Fahrer wusste, was er tut. Ja. Geben Sie es zu? Ja? Haben Sie das gehört? Er gibt es zu! Du miese Arschloch! Vielleicht wollen Sie ja noch wissen, wie es Ihrer Frau geht? Ja? Sie ist förmlich aufgeblüht. Jetzt, wo wir endlich freie Bahn haben, kann ich mich ausführlich um all Ihre Bedürfnisse kümmern. Ich meine, darauf hat sie schon die ganze Zeit angelegt. Nun müssen wir jetzt keine Rücksicht mehr auf sie. War sie bei Ihnen eigentlich auch so? Wild und unersättlich? Oder holt sie gerade all das nach, was sie von Ihnen nicht bekommen hat? Ich denke, es ist besser, ich grüße Sie nicht, wenn ich Sie nachher zum Mittagessen sehe. Du miese Schwein. Du miese Arschloch! Ja, wenn Sie wollen, sofort. Ach, das habe ich gern gemacht.
danke, Justus. Wir brauchen Sie im Augenblick nicht weiter. Sehr wohl. Und Sie können sich schon mal Ihre Papiere holen. Moment mal. Du feuerst hier niemanden. Ach nein? Du hast überhaupt nicht die Position dazu. Aber du oder was? Falls du es vergessen haben solltest, ich bin die Stellvertreterin von Elisabeth und damit sowas wie deine Vorgesetzte. Na schön. Wenn es dich glücklich macht, dann schmeißt du ihn eben raus. Nein, das werde ich nicht tun. Sie bekommen eine mündliche Abmahnung, Herr Wolf. Aha. Und was soll das sein? Nach der dritten Abmahnung folgt dann die Kündigung. Soll das ein Witz sein? Unser Personal greift uns an und wir lassen das durchgehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass du alles dafür getan hast, um Herrn Wolf zu provozieren. Ich kenne ihn nämlich als sehr ausgeglichen und friedlichen Menschen. Ach, so ist das. Ich bin schuld. Na klar. Darf ich mich vielleicht auch noch entschuldigen? Nicht nötig. Es wird nicht wieder vorkommen. Ja, weil sie mir in Zukunft besser aus dem Weg gehen. Ich habe mich um diese Position nie gestritten, aber das hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Danke. Und, ist das noch rausgekriegt? Mallets hat die Autoattacke gestanden. Bingo! Ja, aber er hat nicht zugegeben, dass Mertens sein Auftraggeber war. Und was hat er stattdessen gesagt? Dass er sich an Mertens rächen wollte. Wegen irgendeiner Straße, die er genehmigt haben soll. Die angeblich durch das Wohngebiet von Mallets Eltern führt. Bullshit! Und warum soll er sich als Emilio verkleiden? Um den Verdacht von sich abzulenken. Er wusste wohl, dass Emilio als Kims Ehemann eifersüchtig auf Mertens war. Und somit hatte er ein Motiv. Diesen Schwachsinn nehmen ihm die Bullen ab. Was bleibt ihnen denn anderes übrig, wenn Mallets alles auf sich nimmt? Mertens muss ihm verdammt viel Geld gezahlt haben. Er kommt mit diesem Scheiß durch, dieser Schnösel. Wenigstens ist Emilio entlastet. Und wenn wir Glück haben, kommt er heute noch frei. Du bist echt eine coole Braut. Ich rufe direkt mal Kim an, um mir Bescheid zu sagen. Wer weiß, kriegen die beiden das dann wieder hin. Schuld an allem. So unordentlich hier. Aufgeräumt und noch die Schuhe zu. Schenkt ihn rein! Ich mach dich fertig, dich! Los! Dich und deine gesamte Vergabe! Ja, das begreift ja keiner. Ja, das ist mal. Handy. Vorschrift. Nur durch die Klappe. Mertens! Hm? Hi. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Hm? Ich habe deinen Brief gelesen. Ja. Reden? Worüber denn? Darüber, dass dieser Mertens so ein toller Hengst ist, hä? Deshalb hattest du keine Zeit, weil du dich schön mit ihm beschäftigt hast, um mit ihm rumzumachen. Das ist doch totaler Quatsch. Quatsch? Ist es auch Quatsch, dass ich dich und deinen Mertens fast überfahren hätte? Ist das Quatsch? Emilio, ich weiß es nicht. Er hat alles arrangiert, um mich aus dem Weg zu räumen. Um mit dir freie Bahn zu haben. Er hat es mir selbst erzählt. Das ist doch Blödsinn. Ja, und du fährst auch noch auf ihn rein. Nein, warte. Du bist doch noch ganz froh, weil du jetzt ungestört mit ihm zusammen sein kannst. Das ist nicht wahr. Er hat es mir selbst erzählt. Was ihr so treibt, was dir gefällt. Ja, er war nämlich eben hier in meiner Zelle. Du solltest dich beruhigen, Emilio. Was machst du eigentlich hier, hä? Er wartet doch bestimmt schon auf dich, ja? In irgendeiner teuren Hotelsuite. Mit Shampoos und Zimmerservice, ja? Ihr wart doch zum Mittagessen verabredet! Wir sind nicht. Das reicht. Wie lange läuft das schon, hä? Wie lange?
Du musst rüsten doch schon die ganze Zeit. Ja. Ich bin Charlie Schneider. Und das ist ein kurzer Geschäftstermin, Herr Meier. Das geht schon in Ordnung, wenn Sie bitte draußen warten würden. Hallo, Charlie. Hallo. Ja, ich habe schon mal die wichtigsten Vertragspunkte für die Fusion unseres Labels mit LCL vorbereitet. Wenn du da mal reinschauen willst. Oh, ich bin überzeugt, du hast alles so gemacht, dass es seine Richtigkeit hatte. Deshalb bin ich nicht hier. Wenn du wegen der Beruhigungstabletten mit mir reden willst? Nein, darüber müssen wir nicht reden. Ich kann es doch nicht auf sich beruhen lassen, dass du einfach aus meiner Wohnung stürmst. Ja, Charlie, verstehe, du möchtest gerne wissen, wie es mir geht. Ja. Dann sage ich dir, wie es mir geht. Ich will nicht, dass es mir wegen diesem Ben Schöne schlecht geht. Dass der mich so fertig macht. Dass der so viel Raum in meinem Leben einnimmt. Der erreicht genau das, was er will. Und ich bin so wütend auf ihn. Und ich bin so wütend auf mich, weil ich so schwach bin. Aber das stimmt doch nicht. Im Gegenteil. Du bist die stärkste und mutigste Frau, die ich kenne. Und dieser Albtraum wird auch bald vorbei sein. Ja, das hoffe ich sehr. Also komm, lass dir helfen. Du weißt doch selbst, Frank ist der Beste. Er ist gewissenhaft und zuverlässig und er wird alles daran setzen, Ben so schnell wie möglich zu fassen. Ich bin nur der Meinung, wir sollten Privates und Berufliches voneinander trennen. Na, wenn du das so entschieden hast. Aber ich bin immer für dich da, das weißt du. Oh, Charlie, ich bin dir so dankbar. Danke dir. Lassen Sie mir, doch. Ich wünschte mir, ich wäre es gar nicht hingegangen. Emilio dreht total am Rad. Er hat behauptet, dass Sie in seiner Zelle waren und alles Mögliche über uns erzählt haben. Er ist einfach besessen von der Idee, dass wir beide. Ja, Sie wissen schon. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Das tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, was in ihn gefahren ist. Bis vor ein paar Tagen war noch alles in Ordnung. Und jetzt? Ich hatte richtig Angst vor ihm. Gott, das ist ja schrecklich. Ich erkenne ihn einfach nicht mehr wieder. Man kann sich doch nicht in so kurzer Zeit so stark verändern. Sie brauchen jetzt keine Angst mehr haben, Kim. Danke. Oh, nicht schon wieder. Wer ist es? Lara. Die versucht mich schon die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass Emilio unschuldig ist. Ah, hat sie Beweise? Nein, natürlich nicht. Ich quatsch mir die ganze Zeit auf die Mailbox. Hör die gar nicht mehr ab. Ist eh immer nur der gleiche Text. Am besten ist, Sie halten sich jetzt an die Menschen, denen Sie wirklich vertrauen. Und die auf Ihrer Seite stehen. Ich denke, Sie brauchen ein wenig Ruhe. Soll ich Sie nach Chris Brown bringen? Gerne. Ach, und danke nochmal. Ich möchte gar nicht lang stören. Ich habe meinen Chef darüber informiert, dass ich auf deinen Wunsch hin von meinen Pflichten als Personenschützer entbunden werden möchte. Du müsstest nur eine kurze schriftliche Begründung abgeben. Und wenn ich das nicht tue? Dann könnte es schwierig werden, meinen Chef davon zu überzeugen, dass ich hier nicht mehr von Nutzen bin. Nein, ich meine, wenn ich dich behalten will als Personenschützer. Ich weiß, Frank, dass die Situation mit Charlie für dich nicht ganz einfach war. Ich hätte mich natürlich auch professionell verhalten müssen. Vor allen Dingen Charlie gegenüber. Bist du dir wirklich sicher, dass ich diesen Job weitermachen soll? Ich kann dir einen sehr guten Kollegen empfehlen. Mhm. Kann der denn auch so gut Grießbrei kochen und Backgammon spielen? Das könnte allerdings schwer werden. Frank, von meiner Seite aus bist du wieder engagiert.
Es sei denn, du willst nicht mehr. Die beste Freundin meiner Frau kann ich wohl schlecht im Stich lassen. Schon allein, weil Charlie mir sonst die Hölle heiß macht. Ja, genau. Soll ich in der Küche Bescheid geben, dass Sie noch ein Martini möchten? Ja, gern. Was ist mit Ihnen? Möchten Sie auch einen Drink? Ich fürchte, ich muss heute leider noch ein wenig ab. Die Drinks sind hier wirklich gut. Die sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ich habe leider schon einige Termine verschoben. Aber wenn es Ihnen nicht gut geht, dann kann ich vielleicht jemanden vom Personal bitten. Ich brauche kein Personal. Ich brauche jetzt eigentlich nur einen Freund. Okay. Für einen Drink habe ich sicher noch Zeit. Ich sage ihm in der Küche Bescheid. Was machst du denn hier? Was denn hier passiert? Du nicht einfach so reinschneiden, wenn die dich erwischen, dann. Doch, diesmal schon. Warum? Weil ich dich mitnehme. Jetzt? Ja, jetzt. Du bist frei. Du kannst gehen. Wie hast du es geschafft? Ganz einfach. Sascha und ich haben deine Unschuld bewiesen. Das ist nicht dein Ernst. Gott, du bist ja unglaublich. Ich wollte dir Wurzeln schlagen. Los, Zelle räumen. Meine Schnürsenkel. Weitergehen soll. Inwiefern? Mit Emilio. Er wird sich wieder beruhigen und wenn Sie dann noch mal in Ruhe mit ihm sprechen, dann wird er mit Sicherheit glauben, dass zwischen uns nichts gelaufen ist. Das meine ich nicht. Ich meine, muss er jetzt die nächsten Jahre im Gefängnis bleiben? Davon müssen wir leider ausgehen. Emilio hat so oft missgebaut. Ich kann ihm da leider nicht mehr helfen. Sie müssen jetzt keine Entscheidung treffen, Kim. Sie haben getan, was Sie konnten, und jetzt kümmern Sie sich um sich. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns duzen. Ich bin Per. Kim. Ich weiß. Dann würde Sie dieser Fall also interessieren. Gut. Ja, kurze Frage noch. Was wird das ungefähr kosten? Ja, kann man das eventuell auch in Raten? Also, so übers Jahr hinweg? Hallo? Was ist? Reicht der mühsam ersparte Notgroschen nicht aus, um den kriminellen Schwiegersohn rauszuboxen? Machen Sie sich um mich mal keine Sorgen. Ich bekomme meine Probleme schon allein gelöst. So. Und das, obwohl Sie Ihren Job schon so gut wie los sind. Sie haben Rebecca doch gehört. Es gab nur eine Abmahnung. Tja. Aber bei der dritten fliegen Sie. Und ich wüsste sogar schon einen guten Grund für die zweite. Private Telefonate während der Arbeitszeit. Hm. Du mieses kleines Arschloch. Beleidigung eines Vorgesetzten. Dritte Abmahnung. Aber machen Sie sich keine Umstände. Ich kündige von selbst. Ja. Wie originell, Wolf. Jetzt haben Sie mehr Zeit, sich den wichtigen Dingen des Lebens zu widmen. Und das mache ich jetzt übrigens auch. Ach, noch was. Jetzt, wo Sie nicht mehr mein Chef sind, fällt mir doch gerade noch was ein. Das war's mir wert. Hallo. Und? Wann kannst du deine Kommissarstelle wieder antreten? Vorläufig nicht. Was denn? Sie lassen dich nicht zurück? Ich
bleibe erstmal Elisabeths Personenschutz. Wir haben miteinander geredet. Ach, sie hat zugestimmt? Es war ihre Idee. Dann hat sie sich umentschieden. Wir haben auch miteinander gesprochen. Na, umso besser. Muss ich mir weniger Sorgen machen. Ich weiß, du tust das nur für mich. Und bald kannst du deinen eigentlichen Job ja auch wieder machen. Also halt durch, hm? Ja, so schlimm ist es nur auch wieder nicht. Und irgendwann hat die Sache ja auch ein Ende. Wann musst du wieder aufs Schloss? Später. Ich würde gern mal wieder ein wenig Zeit mit meiner wunderbaren Frau verbringen. Klingt nach einem guten Plan. Bett oder Sofa? Bett. Oh, erlauben Sie, Gräfin. Sie sehen ja wieder völlig erholt aus. Ja, Justus, ich habe beschlossen, Ihrem Rat zu folgen und in Zukunft etwas kürzer zu treten. Das freut mich sehr, Gräfin, außerordentlich. Sagen Sie, Justus, ist jetzt nicht der Schichtwechsel für den Personenschutz? Ich werde mal nachsehen. Ja, tun Sie das, danke. Sie hatten recht. Hallo, Frank. Ich habe schon etwas vorbereitet. Nein, tut mir leid, nicht Frank. Nur, Herr Meier, soweit ich weiß, wird Herr Helmke erst die nächste Schicht übernehmen. Herr Meier, hallo. Ja, da habe ich dann wohl etwas verwechselt. Ja. Das ist gut, dass du da bist. Hast du es schon gehört, Emilius? Ich habe gekündigt. Was? Fristlos. Aber warum? Ich habe Ansgar um Hilfe gebeten, wegen Emilio. Ja, aber Emilio ist doch... Er wollte keinen Cent locker machen. Weil es ihm egal ist, dass Emilio weg ist vom Fenster. Und damit weg von Kim. Er war schon immer gegen die Beziehung der beiden. Das spielt doch jetzt gar keine Rolle mehr. Ich habe ihm eine reingehauen. Du hast was? Ich habe ihm eine reingehauen, in die Fresse, richtig in die Fresse. Dafür lohnt es sich, 10-mal zu kündigen. Ich fass es nicht. Weißt du, was ich überlegt habe? Wir könnten einen Spendenaufruf machen. Wir müssen damit irgendwie an die Öffentlichkeit. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, was? Emilio ist frei. Hä? Mhm. Lara hat angerufen, sie konnte seine Unschuld beweisen. Emilio ist frei. Du bist frei. Ich bin frei. Weißt du, was das heißt? Koffer packen. Willst du die Reise jetzt wirklich machen? Also ich verstehe, wenn du dir jetzt erstmal einen neuen Job suchen willst. Bist du verrückt? Was glaubst du, wie lange ich mich darauf gefreut habe, mit dir und Tommy endlich nach Irland zu reisen? Ich habe das Gefühl, jeder zerrt an mir rum. Mein Vater... Vicky, Lara. Als hätte nicht Emilio etwas falsch gemacht, sondern ich. Ich kann nicht erkennen, dass du es falsch gemacht hättest. Du bist im Moment wirklich der Einzige, der auf meiner Seite steht. Es wäre mir nicht schwer, auf deiner Seite zu stehen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Ein großes Herz. Du bist klug. Und schön. Ich denke, ich soll jetzt besser gehen. Ich könnte wirklich noch ein bisschen Ablenkung gebrauchen. Vielleicht können wir ja irgendwas unternehmen. Das kann ich nicht, Kim. Du bist doch der Chef. Kannst du deine Termine nicht auf morgen verlegen? Darum geht es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nur dein Freund sein.
Du weißt es. Ich mich zu dir hingezogen fühle. Und wir beide wissen, dass wir das nicht zulassen dürfen, weil du eine verheiratete Frau bist. Danke. Du glaubst, dass zwischen Mertens und Kim ist nie etwas gelaufen? Ich bin mir sogar 100% sicher. Kim hat mir alles erzählt. Warum sollte sie mich anlügen? Ich war total verletzt, als du ihr neulich unterstellt hast, sie hätte mit Mertens eine Nummer geschoben. Dann bin ich dem Arsch voll auf den Leim gegangen. Ich meine, der Typ schlägt bei dir im Knast auf, um dir zu erzählen, dass er mit deiner Frau schläft. Und kurz danach taucht Kim bei dir auf. Das ist ein ganz schön großer Zufall, oder? Dann hat dieser Mertens die Genehmigung des Richters selber besorgt, denn sonst dauert es viel länger. Sie sollte so schnell wie möglich bei mir sein, um meine volle Wut abzukriegen. Warum habe ich das denn nicht gecheckt? Weil der Typ es 1A drauf hat, Leute zu manipulieren. Und ich gehe auch noch ab wie ein wildgeborener Stier. Emilio ist einfach nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Was er gemacht hat, das kann man nicht mehr rückgängig machen, ob ich jetzt warte oder nicht. Und du hast ja selbst gesagt, ich soll mich jetzt um mich kümmern. Damit meinte ich aber eigentlich nicht, dass... zurückruft. Ich habe ja vorhin direkt auf die Mailbox gesprochen, dass du frei bist. Wahrscheinlich hat sie deinen Anruf einfach nicht bemerkt. Warum rufst du sie nicht einfach an? Kim ist wirklich sauer. Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir persönlich miteinander reden. Ihr solltet die Sache klarstellen und euch endlich wieder vertragen. Du hast recht, ja. Ich bin in meinem Zimmer.